Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ja, Donnerstag, klar, weißt du wahrscheinlich. Spannendes Thema heute. Und zwar habe ich dir heute rausgepickt, das Thema Verantwortung. Wir tragen ja als Mama so echt gefühlt einen Berg an Verantwortung mit uns herum. Also du ja wahrscheinlich auch, ne? Da haben wir die Kinder, für die wir sorgen müssen. Da haben wir den Haushalt, für den wir verantwortlich sind. Da haben wir den Ehemann, der irgendwie für uns umsorgt wäre, von uns um sorgt werden will oder zumindest die Aufmerksamkeit für uns haben möchte. Das heißt, wir haben Verantwortung für eine glückliche Beziehung und so weiter und so fort. Also es gibt viele einzelne Baustellen, für die wir Verantwortung haben. Ja? Und guten Morgen, Nicola. Viele Herzen, ich denke, du stimmst mir zu, offenkundig. Ja? Verantwortung haben wir ganz, ganz viel. Und häufig passiert eins, ja. Trotz alledem neigen wir Menschen dazu, die Verantwortung für unser eigenes Leben abzugeben an jemand anderen. Ja, an etwas anderes. Und das ist was ganz Gefährliches, ja. Weil das sind Ausreden, das sind Geschichten, die man sich selber erzählt, damit man sich ein Quäntchen besser fühlt. Was passiert da zum Beispiel? Ja, also typisches im Business ist so ein typisches Thema, die Verantwortung für den eigenen Erfolg abzugeben, ja. Stimmt dir, danke, Nicola stimmt mir total zu. Super. Diese Verantwortung für den eigenen Erfolg, für das eigene Wachstum, für das eigene Leben, für das Glücklichsein, neigt man immer dazu abzugeben, ja? Also, bestes Beispiel, ja? Guten Morgen, Katja. Ich kann erst dann glücklich und zufrieden sein, wenn ich richtig viel Geld habe. Oder wenn ich den richtigen Ehemann gefunden habe. Oder keine Ahnung, wenn ich ein größeres Auto fahre, wenn ich eine größere Wohnung habe. Egal was, ja? Das heißt aber in dem Moment, dass du die Verantwortung abgibst, ja? Die Verantwortung für dein Glück, für deinen Erfolg, für deine Zufriedenheit trägst immer du selber. Du selber hast es in der Hand, ob du glücklich und erfolgreich bist. Niemand anderes, ja? Das Gleiche ist im Erfolg mit dem Business. Natürlich kann ich dir zeigen, wie das geht, ja? Logisch, mein Steckenpferd und ich liebe es, ja? Aber die Verantwortung für den Erfolg hast du immer noch selber. Warum? Weil man niemanden zum Ziel tragen kann. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, ja. Und es ist völlig wurscht, ob es um Business geht, um die Beziehung geht, um, keine Ahnung, den nächsten Urlaub, der richtig geil werden soll, ja. Da kann man nämlich ganz, ganz leicht sagen, okay, komm, der Urlaub wird nur dann richtig geil, wenn die Kinder immer genau das machen, was ich sage, wenn es das beste Hotelzimmer ist, wenn das Essen total schmeckt und wenn das Wetter richtig geil ist, ja. Und vielleicht hast du mal Pech im Sommerurlaub. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehabt, ja. Und das Wetter war eben nicht so geil. Du besitzt irgendwo am Meer und es sieht aus, also wie bei mir heute vielleicht, grau in grau. Hallo Victoria, ja, sieht vielleicht grau in grau aus. Und dann kannst du eins machen, du kannst darüber meckern, wie scheiße das Wetter ist und dass der ganze Urlaub im Eimer ist und alles ist scheiße und alles ist blöd. Oder knallst die Arschbacken zusammen, kramst die richtigen Klamotten raus, die du hoffentlich mit hast, ansonsten hast du einen Grund shoppen zu gehen, ne? Und machst das Beste draus, gehst ins Museum, gehst in den Wellnessbereich oder. Ja, dann übernimmst du Verantwortung für deinen schönen Urlaub. Und wie gesagt, das ist in jedem Lebensbereich gleich. Bei der Beziehung nichts anderes, ja. So, also viele neigen ja dazu zu sagen, also ich kann erst dann ein erfülltes, glückliches Leben haben, eine glückliche Beziehung haben, wenn wir uns nie streiten in der Beziehung. Wenn wir nie miteinander böse sind, wenn immer alles eitel Sonnenschein ist. Kannst du jetzt an einer Hand ausrechnen, wie realistisch das ist, ja? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich liebe meinen Göttergatten, ja? Und trotzdem, na klar kracht's dann mal, ist total logisch, ja? Aber dann ist wieder die Frage, übernimmst du Verantwortung für dich? Oder gibst du die Verantwortung für die tolle, nette Beziehung an deinen Partner ab? Sprich, es ist nur dann schön, wenn der nie mit mir streitet. Oder wenn er mich nie anschreit. Oder wenn er, keine Ahnung, nie mit den Türen knallt. Genau das gleiche in Grün. Es funktioniert nicht. Du kannst nur Verantwortung für dich übernehmen. Ja? Das heißt, du kannst dafür sorgen, dass eine gepflegte Kommunikation herrscht. Du kannst dafür sorgen, dass man sich ausspricht. Du kannst dafür sorgen, dass du in der Beziehung glücklich wirst. Und im Business, um mal jetzt die dritte Säule zu nehmen, genau das gleiche in Grün. Ja? Wer ist verantwortlich für deinen Erfolg? Ich, deine Mama, dein Papa, deine Kinder, dein Ehepartner? Wer ist verantwortlich? Nur du selber. Immer. Ja, und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Na klar läuft mal was schief, ist total normal. Klar hat man Ziele, die sich nicht sofort erfüllen, ist auch total normal. Die Frage ist, übernimmst du Verantwortung für dich selber und bleibst dran und ziehst durch, auch wenn es gerade mal nicht gut läuft? Machst du's? Schreib ruhig mal ein Ja rein, wenn es so ist. Ja? Und wenn nicht, manchmal muss man ja auch so sich ein bisschen an der Nase zupfen, dann ist das auch kein Problem. Es ist wichtig, dass man es erkennt.
Ja, dass man erkennt, in welcher Spirale man drinne steckt. Nämlich, wenn man die Verantwortung abgibt für sich und sein Leben, fliegt man auf die Schnauze, gut deutsch gesagt. Ja, also übernimm Verantwortung für dich, für dein Business, für deine Familie. Nicola schreibt ja. Ich weiß, Nicola. Ja, übernimm Verantwortung für dich und dein Leben. Übernimm Verantwortung für dich und dein Business. Ja, das kann dir keiner abnehmen. Du hast die Verantwortung, dieses Leben zum Besten und Geilsten zu machen, was es sein kann. Ja. Und genau das Gleiche mit deinem Business, mit deiner Familie, mit deinem Urlauben, egal was. Ja. Du hast es immer und zu jedem Zeitpunkt in der Hand. Gibt es Störfaktoren von außen? Logisch. Gibt es Stolpersteine? Logisch. Und trotzdem hast du die Verantwortung. Du kannst steuern. Ja. Du kannst entscheiden, heute lief scheiße, morgen wird richtig geil. Ja. Du kannst entscheiden, heute ging was im Business schief, morgen wird richtig geil. Das Entscheidende ist tatsächlich, dran zu bleiben. Katja, sieht das genauso. Ja? Du kannst entscheiden, dran zu bleiben. Du kannst entscheiden, in die Umsetzung zu kommen. Du kannst entscheiden, erfolgreich zu werden und Lust machen. Aber verantwortlich dafür bist du. Victoria schreibt gerade, ab und zu beschwere ich mich auch über was, aber dann wird mir wieder bewusst, dass nur ich was für mich verändern kann. Genau, Victoria. Ich beschwere mich auch manchmal. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ja, es wäre gelogen, wenn es anders wäre. Das ist total normal. Das ist auch in Ordnung. Ja. Der Frust darf raus, dann ist man sauber. Ich sage immer, es reinigt ein Stück weit. Wichtig ist, sich nicht reinfallen zu lassen in das Selbstmitleid, alles scheiße, alles doof. Ja. Da darf man sich nicht reinfallen lassen, weil dann, da wieder rauszukommen ist anstrengend, das ist schwer. Ja. Aber sich bewusst zu sein, wo man hin will und vor allen Dingen gerade bei dir auch, Victoria, was man alles schon erreicht hat, wo man schon steht. Ja. Also ich Victoria, deshalb, weil Victoria ist eine Hammerfrau, die hat eine geile Entwicklung schon gemacht, ja. Und da ist einfach so viel Potenzial da. Und das auszuleben und da dran zu bleiben, das ist manchmal schwer. Das geht jedem so. Das geht vor allen Dingen, hallo Grit, ja, Grit sagt, das kennt sie auch. Ja, Grit, das ist total normal. Das geht ganz, ganz vielen Menschen so. Aber erfolgreiche Menschen stehen das durch. Die machen einfach weiter, ja. Und na klar ist das manchmal schwer und ich habe auch Tage, wo ich am liebsten hier Bettdecke über den Kopf ziehen würde. Bringt halt leider nichts, ne? Das, die Welt verändert sich dadurch nicht. Ach, das kannst nur du selber. Und deswegen, Victoria, und deswegen ist es so wichtig, hier Herz, ja, rauspacken und sagen, warum mache ich das? Warum lebe ich mein Business? Was für Ziele habe ich? Was ist mein großes, ja, da wo ich hin will? Und wenn du dich darauf besinnst, und wenn du anerkennst, was du für Stärken schon hast, wie viel du schon erreicht hast, ja, mit deinem Business, in deinem Leben, steht dir alles offen. Dann kannst du nur weitermachen und dich entwickeln und wachsen und größer werden. Okay? Also, durchhalten, Arschbacken zusammenkneifen, weitermachen, wachsen, Spaß haben und über alle Probleme hinweg gehen, ja? Geh einfach dafür, für deinen Erfolg und mach's zum Besten deines Lebens. Ja? Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, bin ich die Richtige. Logisch. Dann darfst du dich um einen Termin bewerben. Es sind derzeit relativ wenig frei, aber du darfst mit mir sprechen. Ja? Und dann reden wir darüber, an welchen Stellen musst du ansetzen? Was kannst du wirklich tun? Wo kannst du Verantwortung für dich und dein Leben übernehmen? Ja? Wo machst du es vielleicht noch nicht? Ich kann manchmal recht unangenehm werden, ich weiß das. Aber nur zu deinem Besten, ja? Der sanfte Arschtritt, wenn du ihn brauchst. Wenn du jemanden brauchst, der dir die Augen öffnet, der dir zeigt, wo du hingehen kannst und wie du das machst, bin ich die Richtige und dann darfst du dich bewerben. Ich freue mich schon auf das Gespräch und wünsche dir heute einen zauberhaften Donnerstag. Tschüss!